Hallo zusammen, hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Tja, ihr werdet euch vielleicht wundern, aber tatsächlich, ich habe es getan. Ich nenne jetzt einen ICE mein eigen. Lange Zeit habe ich immer gesagt, auf meine Anlage kommt kein ICE, weil ich eigentlich schwerpunktmäßig Epoche 3 und 4 fahre. Aber vor einigen Wochen war ein sehr guter Freund bei mir, der brachte mal seinen ICE mit und den haben wir mal ein paar Runden fahren lassen und ich muss sagen, irgendwie hat der Zug mir gut gefallen. Und es hat sich jetzt die Gelegenheit ergeben, dass ich eine sogenannte Startpackung kriegen konnte, die Märklin 29320 und über die Bucht habe ich mir dann erstmal noch zwei weitere Ergänzungswagen geholt. Der Zug soll später mal noch um einen weiteren Wagen ergänzt werden. Für meine Anlage wäre das dann eigentlich lang genug und würde mich damit eigentlich auch zufrieden geben. Ja, ihr seht ihn jetzt hier schon mal in der gesamten Länge, so wie er jetzt im Moment bei mir fährt. Ich lasse ihn jetzt mal ein paar Runden drehen, genießt die Bilder und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, eine kurze Anmerkung muss ich doch noch machen im Nachgang. Ihr habt gesehen, dass beim Steuerwagen das Licht permanent brennt, egal in welche Richtung der Zug fährt. Das sind natürlich Dinge, die muss ich mir noch mal in Ruhe anschauen. Ich möchte natürlich gerne am liebsten hier rote Schlussbeleuchtung haben. Dazu werde ich wohl später hier mal Duo-LEDs verbauen. Das muss ich mir aber noch mal genau anschauen. Das wollte ich euch einfach nur nochmal mitgeteilt haben. Es ist nämlich so,
dass es hier keine elektrische Verbindung zwischen Triebkopf und Steuerwagen gibt. Wie gesagt, der ICE stammt aus einer Startpackung, bestehend aus Steuerwagen, Mittelwagen und dem Triebkopf. Und man konnte ihn entsprechend erweitern. Aber ich denke mal, so ein hochpreisiges Modell ist diese Ausführung jetzt nicht. Er hat zwar Sound, das habt ihr gehört. Auch die Fahreigenschaften können sich sehen lassen. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Nur wie gesagt, mit der Beleuchtung, also Frontbeleuchtung bzw. Rückbeleuchtung, das werde ich mir nochmal anschauen. Und ich werde auch später dann nochmal den kompletten Zug beleuchten und mit Fahrgästen ausstatten, weil Inneneinrichtung hat er schon. Ja, das wollte ich euch nur noch kurz mitgegeben haben. Ich hoffe, ihr habt die Bilder genossen und freue mich auf ein neues Wiedersehen beim nächsten Video. Bis dahin sage ich Tschüss.